Ja, lieber Herr Swoboda, würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass dieselben Staaten, die in der Schuldenkrise im Moment in besonderen Schwierigkeiten stecken, auch die Staaten sind mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit? Und würden Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass Arbeitsmarktpolitik eine Sache ist, die Sache der Mitgliedstaaten ist und wo die Unternehmen Leute einstellen müssen, dass da Sanktionen sicher nicht sinnvoll wären, die Lage eher noch verschlimmern würden? Zweite Frage, würden Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass die französischen Bürgerinnen und Bürger ihren Präsidenten selber wählen? Herzlichen Dank. Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Die Bürgerinnen und Bürger werden wählen. Aber es zeichnet sich ja ganz deutlich ab, wie sie wählen werden. Und wenn Herr Sarkozy jetzt schon davon spricht, was er nach der Wahl machen wird in seinem Privatjob, dann hat er eigentlich auch selbst schon anerkannt, wie die Wahl ausgehen wird. Und zur anderen Frage möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Für mich und meine Fraktion ist Jugendarbeitslosigkeit ein europäisches Thema. Wir können das nicht dulden. Und Jugendarbeitslosigkeit ist auch so hoch, weil man den Marktkräften so sehr vertraut hat und nicht daran gedacht hat, dass man auch manchmal aktive Maßnahmen setzen muss. Schauen Sie an die Länder mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Kommen Sie nach Österreich, ich lade Sie ein, wir haben eine der niedrigsten Arbeitslosigkeit, weil für uns Arbeitslosigkeit, im Übrigen auch für die Kollegen der ÖVP, die Arbeitslosigkeit eine Schande ist. Wenn junge Leute beginnen müssen ihren Job mit Arbeitslosigkeit, ist eine Schande, das können wir nicht dulden.